Michel Maigret, wir befinden uns am HSG Alumni Forum. Wieso nimmst du dir heute dafür Zeit? Ich denke, heute ist wirklich ein sehr spannendes Thema, das mich interessiert, wo ich auch geschäftlich viel damit zu tun habe, wo es eben um neue Businessmodelle geht oder auch darum, eben, wie man heutzutage anders Geld machen kann oder andere Modelle mal fahren kann. Und von dem her interessiert mich einerseits das Thema, andererseits ist es sicher, um viele Leute wieder mal zu treffen und das Networking, das auch immer sehr wichtig ist an diesen Anlässen. Du engagierst dich ja im Vorstand des HSG Alumni Chapter St. Gallen. Was sind eure Ziele und was habt ihr in nächster Zeit geplant? Ziele sind sicher, zum spannende Anlässe zu bieten für die, die hier noch in der Ostschweiz leben. Wir sind sehr ein also guter Vorstand, der mit relativ wenig Aufwand, das haben wir immer mindestens 5 Anlässe im Jahr, wo mit normalerweise zwischen 20 und 50 Teilnehmer daran teilnehmen. Sehr gut laufen immer wieder Firmenpräsentationen oder eben Firmenbesichtigungen. Und ich denke, das ist auch spannend, um mal zu sehen, was für innovative Firmen gibt es eben auf dem Raum St. Gallen oder eben Ostschweiz. Und da findet eigentlich immer sehr viel Anklang. Du selber bist ja auch HSG-Alumna. Was hast du an der HSG gelernt? Das absolut Zentrale ist wahrscheinlich wirklich strukturierte Denken oder das analytische Herangehen an irgendein Problem. Die eigentlichen Sachen, ich habe VWL studiert, ich glaube jetzt also die VWL-Modelle, das sind jetzt nicht die, die ich täglich anwende oder die ich wirklich so brauche. Aber der ganze Denkansatz ist etwas extrem Relevantes, glaube ich, wo einem auch bleibt. Und was bedeutet HSG Alumni für dich ganz persönlich? Ich finde es spannend, zu so einem Netzwerk angehören und hat sehr spannende Leute. Und man ist natürlich extrem schnell wieder im Gespräch, wenn es HSG Alumni sind, wo einem einfacher fällt, weil man wenig gemeinsamen Anknüpfungspunkte hat. Michel Maigret, herzlichen Dank für das Interview. Danke vielmals.